Wie war das, wie war die Zusammenarbeit mit Ferdinand Piëch? Sie haben sich eben schon mal so ein bisschen Ja, sie war sehr, sehr gut. Ich habe also tolles Verhältnis gehabt, weil er hat auch verstanden, ich musste also ja oft zu ihm nach Zuffenhausen. Ich war ein Verfechter von sehr hartem Bremspedal. Das lag daran, dass ich so klein bin. Und wenn das weich wurde, war mein rechtes Bein nicht lang genug. Oder? Also. Ja, es war. Okay. Und dann haben wir probiert mit ATS und alle Bremsgerling und alles, was es da gab. Ich sage, das tut das alles nicht. Bin ich mal dazu von Hause, sagt er. Der hat ja nicht viel gesprochen. Nee. Komme ich da rein, sagt er. Die Bremse tut immer noch nicht. Nee, sag ich. Okay. Und das war es. Mehr hat er nicht gesagt. Sondern es kannte ich aber seine Sekretärin und dann sagte die, ist vorbei schon. Mehr redet er nicht. So. Bin ich dann raus. Komm in Weißer an, du fährst ja jetzt von Zuffenhausen nach Weißer mit dem Dienstfahrzeug rennen. Durch die Dörfer. Die wussten, da kommende Ex-Rennfahrer oder der richtigen Rennfahrer, alles lief von der Straße so. Jetzt war ich in ein paar Minuten wieder in Weißer. Steht der Mimmler, der Meister da und sagt zu mir: Du Ochse! Ich sag, was willst du jetzt? Jetzt können wir Tag und Nacht arbeiten. Jetzt können wir Bremsen machen. Ja, wie sag ich, was kann ich denn dafür? Ja, du hast mein Piëch. Da hat er gesagt: So, jetzt bin ich leid. Jetzt werden eigene Bremssättel, jetzt werden eigene Bremszangen gemacht. Da hat er in der Gießerei, da ist ja diese Konzept der Bremse. Bremse mit den Kühlungen, mit den Exakt. Grillen, ne? Der ist da geboren worden. Weil ich gesagt habe, der tut das alles nicht. Und der war rasend im Sack. Klar, sofort, Ausgangssperre, nix, Tag und Nacht, Gießerei oder gegossen. Dann waren die fertig, fuhr ich und lachte natürlich über beide Backen, sah, jetzt haben wir richtig die Bremse. Das ist unglaublich, ne? Was der für eine Energie aufgebracht hat oder was der für eine Energie seinen Leuten eingeimpft hat und gesagt Unvorstellbar. hat, die Bremse funktioniert, wir machen es jetzt besser. Ja, Und das finde ich war so ein bisschen dieser Charakter von Porsche früher, das muss man sich mal vorstellen. die es dann einfach gemacht Und haben. wusste auch, was er machen Ja. soll. Der hat ja die Unterlagen bekommen, die Ingenieure ihm gegeben haben, und hat gesagt, der Kaußen redet immer von der weichen Bremse. Dann sind die Sättel aufgegangen. Das ist dann alles weggegangen. Dann hat er gesagt, das ist alles vorbei jetzt. Jetzt wird das neu gemacht. Und dann werden richtige Brücken, richtige Sättel. Und dann dort das Ding ist. Wir haben ja Bremsen. Ich meine, Porsche hat ja heute noch die besten Bremsen, die es gibt. Aber damals, kann man sich ja nicht vorstellen. So weit vorne, ne? Ja. Und dadurch, dass ich so viel getestet bin, bin ich natürlich ein Spätbremser gewesen. Da war das geflügelte Wort am Nürburgring. Pass auf, wenn du spät bremst. Guck im Spiel, da kommt das Hilfe noch. Der war nicht oft zum Testen da. Der sagt zu mir: Hast du eine gute Bremse gemacht? Ja, sag ich, eine gute Bremse. Ja, sagt er, nee, hast du eine gute Bremse gemacht. Ich sag, bremst du denn auch spät? Ja, da guck nur mal nachher. Da habe ich ihn dann, wie das erste Mal, bremse dann mir vorbeikommt, denke ich, jetzt fliegt er raus, das kann nicht sein. Der fliegt jetzt raus. Nein, flog nicht raus. Ich war ja von den Zähnen so nie besser wie 5 oder 6. Aber das war auch nicht entscheidend. Entscheidend war, dass ich einfach sagen konnte, das Auto macht jetzt das und das. Und der Ingenieur stieg darauf ein und sagt, jetzt muss ich das ändern. Weil der sagt das jetzt, da muss ich das jetzt ändern, um das besser zu machen. Die haben Toll. einfach eine super Truppe zusammen gehabt und ich glaube auch von den Fahrern her ist das vielleicht ganz schlau, nicht nur Fahrer zu haben, die um die ersten 2 Plätze sich mal schlagen und 10 Fahrer zu haben, sondern auch Leute, die einfach gute fahrende Ingenieure sind. So haben die auch Herbert Linge, Jürgen Barth. Ja, ja, Das ja, sind ja ja. alles so Leute, die Ja, eigentlich klar. aus Ja, klar. Tagesgeschäft kamen und Rennen gefahren sind und viel Input gegeben haben. Und der Hans Hermann, der hat das auch ganz früh Hans erkannt. Hermann, Der ja. Hans hat gesagt: Hör mal, hey Kerle, nach dem zweiten Tanken greifen wir uns nicht mehr an. Hieß es: Wie meinst du das? Ja, die anderen sind alle ausgefallen dann.
wir können nur unser Preisgeld behalten. Mhm. Wer nach der Hälfte des Rennens liegt, der bleibt so liegen. Der bleibt, ne? Durch, einfach durch. Wir haben am Nürburgring 172.000 Mark gekriegt. Okay. Durch 10 geteilt, 17,2 in die Tasche rein. Wahnsinn, ne? Bei unserem Gehalt. Da muss man sich mal vorstellen. So, Tage Florio, 1 bis 6. In die Kohle rein. Und kein Finanzamt, kein ja nichts, null. Wird ja so direkt. Und im Ausland verdient, da kann ich nichts sagen. Ja, ja. Ja, der hatte das sehr früh erkannt. Sehr früh. Und Sie waren ja eigentlich auch so ein Langstreckenexperte. Ja, 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 klar. Also alle, die Hans Hermann kannten, die hat er irgendwie auf links gedreht, dass man Langstrecke durchhalten muss. Ja, ja. Und damit das große Geld verdient. Ja, oh, die 84 Stunden bin ich ja gefahren. Das wollte ich auch jetzt in dieser Sekunde gerade sagen. Das ist ein Rennen, das ist mir so. Und zwar hieß das Marathon de la Route. Am Nürburgring 84 Stunden, 10.000 Kilometer. Was ist das für ein Rennen? Also das war ja, erstmal ist ja Lüttich-Rom-Lüttich gewesen. Also auch so eine. Und dann hat man ja das verboten. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir einen Marathon. Machen wir 84 Stunden. Wird von Lüttich aus, am Stadtpalais in Lüttich, wird gestartet, neutralisiert zum Nürburgring. Und von da an fahren wir 84 Stunden rein. Immer so. Nordschleife? Nord- und Südschleife. Also aber eine Runde nach der anderen? Ja, eine Runde nach der anderen. Nord- und Südschleife. So. Das ist jetzt verlieren wir ja schon ein Auto auf der Hinfahrt. Was sind Sie da gefahren? 911 oder 911. Steht im Internet, habe ich irgendwo 914 gelesen. Darf nee, ja, das ist das nächste Jahr gewesen. Ah, okay. Da habe ich Bindehautentzündung bekommen. Okay. Sagt der Pius, die können ja nicht. Sie sind mein Augenarzt. Ich habe gesagt, nee, da tue ich mir nicht mehr an. Das war, also, dann kommen wir am Ring an. Jetzt kriegen wir, also der Herbert Linge, der Dieter Glemse und ich. Der Herbert war der Langstreckenmann. Der Rennfahrer sollte ich sein. Und der Dieter Glemse war der Rallye-Mann. So war das verteilt. So, jetzt kriegen wir eine Reparatur, ganz früh, und verlieren 4 oder 5 Runden. Damit kommt der Falk und sagt, Gaussen, Sie müssen fahren. Ich sage, ich habe doch alle gefahren. Ah, jetzt, Sie müssen jetzt fahren. Haben die mich 8-mal hintereinander 4 Stunden fahren lassen. Immer mit einer Stunde Pause nur. Bis ich die Kiste wieder, da habe ich so zwischendurch gesagt, wie ich gedankt habe. Oder wie ich die Stunde Pause hatte. Da sage ich, Herr Bier, hören Sie mal, haben wir nicht bis Samstag Zeit? So, das konnte gar nicht vertragen, sowas. Das hat er schon verstanden, die Spitze. Wir haben nicht Zeit. Wir haben keine Zeit. Alles klar, sage ich. Dann muss ich jetzt wieder fahren, oder? Ah ja, Sie müssen jetzt wieder fahren. So, dann bin ich ja samstags morgens ausgestiegen mit dem Privatflugzeug von Porsche, also mit dem Porsche-Flieger, nach Zeltweg. Da war ja 1000 Kilometer Rennen, 908. Da bin ich da angekommen, abends, mich schlafen gelegt. Morgens liegt ein Zettel unter der Türe, Piesch, herzlichen Glückwunsch, Sie haben gestern 4,5 Stunden gewonnen. Kannst du noch keinem erzählen, Leute.